Hallihallo, ihr zu Hause an den Geräten. Heute ist es soweit, unser 10. YouTube-Video aus der Bücherhöhle. Und ab und zu geht etwas verloren. Heute habe ich meine Vorleserin verloren. Wo ist sie denn? So lesen wir heute nicht nur eine Geschichte, sondern zwei. Aus einem Buch mit drei. Die Geschichte heißt, ich war's, Mama. Eines Tages ist Miko kurz allein zu Hause, denn Mama ist schnell einkaufen gegangen. Und Miko weiß natürlich, dass er in der Wohnung nicht Ball spielen darf. Aber sein kleiner Freund Mimiki und er möchten wissen, ob der neue Gummiball bis an die Decke hüpfen kann. Wir probieren es einfach aus. Aber nur ein einziges Mal. Ja? Achtung! Fertig! Los! Der kleine Gummiball schafft es tatsächlich bis zur Decke. Aber dann trifft er Mamas liebste Lieblingsvase. Die schöne gelbe mit den roten Pünktchen. Und es macht Klirr. Oh nein! Was wird Mama sagen? Komm, Mimiki. Wir müssen schnell die Scherben aufheben. Aber Mimiki hat andere Sorgen. Er liegt mitten im Blumenwassersee. Auch das noch. Immer muss ich alles alleine machen. Komm, Mimiki. Miko setzt Mimiki aufs Sofa. Er steckt die Blumen in die Kaffeekanne und dann holt er den Handfeger und den Putzlappen. Ganz vorsichtig, damit er sich ja nicht schneidet, fegt Miko den Boden auf und wischt alles trocken. Die Kehrichtschaufel mit den Scherben schiebt Miko unter das Bett. So eine dumme Vase. Mama wird böse sein, dass sie kaputt ist. Vielleicht kriegen wir jetzt keinen Nachtisch mehr. Oder wir dürfen nie wieder Fernsehen. Oder... Aber Miko fällt nichts ein, was noch schlimmer wäre. Am besten, wir erzählen Mama einfach gar nichts davon. Aber sie wird gleich merken, dass die Vase nicht mehr da ist. Ich weiß was, ruft Miko. Wir sagen Mama, dass ein wilder Räuber gekommen ist und die schöne Vase gestohlen hat. Mimiki hält sich erschrocken die Augen zu und Miko bekommt auch Angst, wenn er an den bösen Räuber denkt. Und die arme Mama erst. Nein, wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Doch in diesem Augenblick macht es klapp. Oh, das war die Eingangstür. Mama ist zurück. Miko drückt Mimiki fest an sich. Was sollen wir jetzt bloß machen, Mimiki? Mama räumt eben den Kühlschrank ein, als plötzlich langsam die Küchentür aufgeht. Der kleine Mimiki schaut zur Tür herein und piepst mit hoher Stimme. Mama, ich muss dir ganz was Schlimmes sagen, aber du darfst nicht gleich schimpfen. Du bist viel zu klein, um richtig ausgeschimpft zu werden, verspricht Mama. Was ist denn passiert? Also, Mama, weißt du, das war so. Und dann erzählt Mimiki vom dummen Gummiball, von der Vase und von der Pfütze. Nur von Miko erzählt er nichts. Schade, seufzt Mama.
Hat die Vase nur einen Sprung oder ist sie ganz kaputt? Ich hole sie, ruft Mimiki und verschwindet. Gleich darauf kommt Mimiki zurück, zusammen mit Mikro und den Scherben. Mama, hast du schon gehört, was passiert ist? Sagt Mama. Mimiki hat mir alles erzählt. Alles nicht, weil ich auch dabei war. Bist du jetzt böse? Nein, sagt Mama. Nur traurig. Die Vase war ein Erinnerungsgeschenk und ich habe sie sehr gern gemocht. Vielleicht können wir die Vase noch einmal kleben. Zusammen versuchen sie es. Mikro holt den Klebstoff und alle Scherben. Und wie bei einem Puzzle versuchen sie, alles wieder zusammenzusetzen. Die Teile halten sogar, aber man kann jetzt kein Wasser mehr einfüllen. Jetzt ist sie leider keine richtige Vase mehr. Aber sie könnte doch auch noch etwas anderes sein. Oh, ja! Mikro springt auf und rennt in sein Zimmer. Und gleich darauf kommt er wieder zurück. Hey, guck mal, Mama. Die Bonbons habe ich von Oma gekriegt. Aber jetzt schenke ich sie dir. Die Vase soll nämlich nun dein Lieblingsbonbonglas werden. Mama freut sich. Gute Idee. Danke, Mikro. Darin kann ich jetzt unsere Trostbonbons aufheben. Was meint ihr beiden? Darf ich jetzt gleich eines naschen? Natürlich darfst du, Mama. Das sind ja jetzt deine Trostbonbons und gehören alle dir. Warte, ich gebe dir mein Lieblingsbonbon. Das Gelbe mit den roten Punkten drauf. Ja, das war die Geschichte von Mikro und Mimiki und Mama und ich war's, Mama. Aber in diesem Buch gibt es drei Geschichten und gleich auf dem nächsten Bild sehe ich einen ziemlich, ziemlich schmutzigen Mikro, der gerade mit Mimiki und seiner Tasche nach Hause kommt. Und diese Geschichte heißt Waschen? Nein! Mikro und sein kleiner Freund Mimiki waren den ganzen Tag draußen. Oje, ihr zwei schaut ja lustig aus, meint Mama. Sie lässt gleich Wasser in die Wanne laufen. Ich will mich aber heute nicht waschen, Mama. Nein, nein, nein! Als das Badewasser die ganze Wanne gefüllt hat, wundert sich Mama. Mikro, Mikro, wo bleibst du denn? Sie schaut aus dem Bad in den Flur hinaus, aber es ist kein Mikro mehr da. Komisch, wo kann der bloß stecken? Mimiki, weißt du es? Aber Mimiki weiß es nicht. Oder er verrät es nicht. Aber wenn der Mikro weit fortgegangen wäre, dann hätte er doch auf Wiedersehen gesagt. Und dich, Mimiki, hätte er auch mitgenommen. Mimiki nickt. Vielleicht kommt Mikro ja gleich wieder, meint Mama. Komm, Mimiki. Wir machen inzwischen sein Lieblingsessen. Das wird eine Überraschung für ihn. Und schon bald duftet die ganze Wohnung köstlich nach süßem Zimttoast. Aber Mikro ist noch immer nicht da. Schade,
Dann müssen wir alles allein aufessen. Aus dem Besenschrank kommt ein tiefes Grummeln. Mimiki, hast du das auch gehört? Mimiki nickt ängstlich. Hinstellen. Mimiki ist einverstanden. Mama öffnet ganz vorsichtig die Schranktür ein kleines Stückchen. Und dann warten sie. Da, da! Eine schmutzige Pfote kommt zum Vorschein und greift nach dem Toast. Und irgendwie kommt die Pfote Mama sehr bekannt vor. Miko, da bist du ja. Komm, ich helfe dir jetzt beim Waschen und dann essen wir. Ich will mich nicht waschen. Nein. Aber Miko, du wäschst dich doch sonst auch jeden Abend. Aber heute will ich nicht. Aber warum denn nicht? Weil. Eben. So. Warum willst du dich heute nicht waschen? Sag's mir. Mm-mm. Bitte. Mm-mm. Bitte. Mm-mm. Weil ich heute Silbersand an den Händen habe. Miko zeigt Mama die glitzernden Sandkörnchen. Schön, sagt Mama. Und was sonst noch? Meine Hose ist heute eine Tormannhose gewesen. Heute habe ich alle Bälle gefangen. So gut war ich noch nie. Gratuliere. Und was ist das Grüne da an deinem Kind? Das ist Birneneis, hat mir Milli spendiert. Mhm, und das Rosarote da an der Wange? Das ist auch von Milli. Sie hatte Erdbeereis. Na gut, sagt Mama. Heute war so ein super toller Tag. Den will ich jetzt nicht runterwaschen. Gut, das verstehe ich. Aber du, Miko, du musst auch verstehen, dass so ein schmutziger kleiner Miko nicht in einem sauberen Bett liegen kann. Aber willst du vielleicht heute Nacht auf dem Teppich schlafen? Ja, das will ich. Also füttert Mama Miko mit süßem Zimttoast. Denn mit seinen Silberhandhänden darf er nichts angreifen und nichts essen. Und dann legt Mama eine alte Decke auf den Teppich. Gute Nacht. Mama streichelt Miko und Mimiki über den Kopf, denn zum Küssen sind sie leider zu schmutzig. Gute Nacht, Mimiki, ruft Miko, und dann kuschelt er sich zufrieden unter die Decke. Aber dann will das Sandmännchen nicht kommen. Vielleicht, weil schon so viel Sand da ist. Der Sand scheuert und piekst in Mikos Kleidern. Das Birneneis juckt und das Erdbeereis auch. Und der Teppich ist ganz schön hart. Aber ich will mich nicht waschen. Nein. Dann wäre ja der ganze schöne Tag futsch. Aber andererseits, wenn dann morgen früh? Ja, ja. Das würde gehen. Komm, Mimiki, waschen. Mama sitzt im Wohnzimmer und liest. Da hört sie plötzlich Wasser plätschern. Nanu,
Was ist denn jetzt los? Verwundert steht sie auf und geht ins Badezimmer. Und da sitzen Miko und Mimiki in der Wanne und schrubben sich gegenseitig ab. Nanu, ihr wascht euch jetzt doch? Ja, mir ist nämlich was eingefallen. Wenn ich mich heute wasche, dann kann ich morgen alle schönen Sachen nochmal machen. In Glitzersand graben, Tormann sein, mit Milli Eis essen und noch viel mehr. Ja, das war heute unsere Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gut gefallen und ihr schaltet auch bei unserer nächsten Geschichte wieder ein. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.